Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück beim Twilight Princess Randomizer. Immer noch in der Drillhöhle unterwegs und wir haben schon zwei Geisterseelen schnabuliert und die hatten beide nur Geld. Einmal 5 Rubine, einmal 20 Rubine. Richtig tragisch und traurig. Ich hoffe halt, dass vielleicht... Ich weiß gar nicht, gibt es hier noch eine Endbelohnung als in der Drillhöhle? Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Ich hoffe, da ist wenigstens was Gutes noch dabei. Es sind noch 15 Ebenen ungefähr. Bin mal gespannt, was da so bei rumkommt. Das ist schon wieder für eine Ebene. Gott, ich stecke hier Schaden ein, ne? Nicht schlecht. Ich glaube, hier ist wieder was Unsichtbares, ne? Ja. Irgendwie. Ich glaube. Ich glaube, dadurch. Hallo? Dadurch, dass ich diesen Modus drinne habe, dass meine Eisenstiefel mich nicht langsam machen, merke ich die vielleicht nicht. Ich glaube, das ist der Grund dafür. So, aber hier kann ich jetzt nochmal Herzen abgreifen. Eins. Besser als nichts. Okay. Okay. Aber man muss sagen, wir sind trotzdem auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben noch ein echtes Gelee. Wir haben noch unsere Rüstung auf Petto. Ich bin... Okay, das ist auch eklig. Das ist eklig. Da muss ich direkt runter und rein. Nicht so. Das war jetzt schlecht. Von hier oben kriege ich den nicht, ne? Ne. Okay, let's go. Hat er mich bemerkt? Ja, hat er. Okay, einmal habe ich ihn getroffen. Da kommt der Eisstrahl. Hier kommt meine Antwort. Nein! Jungs, mach doch nicht sowas mit mir. Okay, schön. Das Geld nehmen wir mit. Und tschüss. Okay, da gibt es dann nochmal später eine Ebene, das sind dann glaube ich 3 oder 4 von den Dingern. Das ist dann auch wieder eklig. Okay, die sind auch eklig. Da könnte ich jetzt ein bisschen Schaden einstecken, das sind 4 Stück, ne? Aber ich könnte die mit Bombenfallen ein bisschen dezimieren. Ich mache das glaube ich auch. Muss da einfach nur schnell genug sein. War ich in dem Fall nicht. So. Shit. Ah, ist das ärgerlich. Okay, egal. Nein. Okay. Alles kein Problem, alles kein Problem. Gut. Ja, war nicht optimal, aber naja. Hätte besser laufen können. Ist es aber nicht. Okay. Wirbelattacke ist mein Freund. Mach's auch bitte. Gibt's ein bisschen Kohle? Kohle. Du. Jo. So, warte mal, den darf ich den angreifen? Ich weiß nicht. Ich mach's lieber nicht. Weiß nicht, ob ich, wenn ich den mit dem Schwert angreife, den Eistypi, ob ich dann eingefroren werde. Deswegen lieber ein bisschen vorsichtiger. Okay. Ja, das meine ich. Das ist ein ekliger Raum. Der ist richtig eklig. Ich glaube, hier werde ich mit Bombenfallen arbeiten. So, pass auf, dass ich den hier wegmache, ne? Was machst du denn hier oben? Interessant. Habe ich den jetzt getötet? Nee, ne? Oh nein! Scheiß Ernst. Ich habe nur Kacke jetzt gemacht. Bin ich
haben ja so viele Pfeile. Wollen wir die Rüstung anziehen? Komm, wir ziehen jetzt die Rüstung an. Ich glaube, das ist die bessere Variante. Rüstung an und runter. Ja, und direkt Schaden. Natürlich schießt du wieder in die falsche Richtung, du Idiot. Nein. Okay. Ja, und aus die Rüstung. Okay. Hat mich 100 Rubine gekostet. Aber ich glaube, hat mich auch vor viel Schaden bewahrt. So. Geld haben wir wieder reingeholt. Alles klar. Das ist halt, das war eine eklige Ebene. Die mag ich ja gar nicht. Okay. Jetzt kommen unsere ersten Freunde, Leute. Jetzt geht's los hier. Ja, let's go. Nein, warum triggerst du? Ich hab den Helmspalter nicht, ne? Das macht sich gerade einfacher. Nein. Oh, ist das bad gerade. Ist halt schlecht, dass ich beide getriggert habe. Okay. Der ist lame unterwegs jetzt. Schnell unterwegs. Ich weiß gar nicht. Mit dem Morgenstern. Geht da was? Nö, da lässt er sich gar nicht von beeindrucken. Wir haben halt das scheiß Schwert, ne? Das ist jetzt gegen die richtig schlecht. Nein, das war schlecht. Ich mach keinen Schaden, ey. Wahnsinn. Okay, alles gut. Wir haben noch das krasse Gelee, ne? Und wir haben unsere Rüstung. Erster ist down. So. Der ist jetzt kein Problem mehr. Komm. Sagte er und wurde getroffen. Hallo? Alter, was? Das ist kein Problem mehr. Okay. Jetzt komm. Jetzt nur noch Rundumhieb und dann ist der easy way. Ja, und später kommt ja noch ein Raum mit 3 Stück von denen, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ja, der Raum war eklig. Viel Schaden eingesteckt. Es müsste, glaube ich, Finale gewesen sein hier, ne? Ja. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Du. Und auf der letzten Ebene gibt's dann halt was, ne? Müsste es noch ein Item geben als Belohnung. Bitte lass das irgendwas sein, was ich brauche. Es ist jetzt auch gerade ziemlich eklig, finde ich, der Raum.
Wie macht man das am besten? Geht das mit dem Morgenstern? Kann man da was machen? Bumble? Was ist dann denn? Das geht ganz gut, ne? Ja, Wahnsinn. Nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass der Morgenstern die stunt. Aber das geht richtig gut. Komm her, Kumpel. Ansonsten ist das, glaube ich, auch ein ziemlich ekliger Raum. 10 Ebenen noch, Leute. Dann haben wir es geschafft. Aber wir müssen jetzt halt vorsichtig spielen. Ich habe keine Fee, deswegen ich darf mir keine Fehler erlauben. Und ich sollte dann auf jeden Fall, wenn es zu brenzlig wird... Shit, das war schlecht. Den hätte ich rankommen lassen sollen. Rankommen lassen hätte sollen. Was? I don't know. Jawohl. Jawohl. So läuft der Hase. Nice. Sehr schön. Okay, wir haben es geschafft. Und wieder ein bisschen Geld verdient. Ist auch nicht schlecht. Brauchen wir auch für den finalen Kampf. Na, da kommen ja dann 5 von denen. 4? Ne, 3. 3 Ritter kommen dann am Ende, ne? So, hier brauchen wir auf jeden Fall den doppelten Fanghaken. Sonst kommt man da nicht rein. Das war Ebene 1, jetzt fehlen noch 9 Ebenen. Okay, was erwartet uns? Ja, das ist easy. Komm, das ist echt easy. Let's go. Kommen Sie mir mit sowas. Da muss man nur ein bisschen aufpassen hier. Kommen wir nicht mal hinterher? Ihr seid auch noch faule Jungs hier. Boah, die halten so viel aus, ey. Ohne das Masterschwert ist das so traurig. So. Was war denn das? Aber wir haben sie, guck mal. Der Morgenstern, der haut so rein. Das ist so ein verdammtes Imper-Item, ey. Ganz ehrlich, ohne den Morgenstern wäre das so schwer, diese Drillhöhle zu besiegen. Ich mache übrigens heute Überlänge, ne? Also den Part machen wir auf jeden Fall die Drillhöhle noch zu Ende, das ist mir egal. Sollte es länger dauern. So. Weil die letzten Ebenen sind halt ein bisschen knackiger und ein bisschen mehr Vorsicht und so. Hab ich noch Kaffee? Ja. Deswegen, naja. So, was mache ich? Pfeile? Pfeile und dann einfach wegshooten? Natürlich. Nein! Ey, was... Ich bin heute der schlechteste Bogenschütze der Welt, ganz ehrlich. So, soll mir reichen. Fangstoß, weg damit. Ja. La la la.
Ah, diese Bogenschützen. Okay, alles noch im Bereich. Ich würde mir halt den Trank gerne für die letzte Ebene aufheben. Weil dann kriegen wir halt doppelten Schaden und dann die Rüstung anziehen, dass wir keinen Schaden bekommen. Oh Gott. Es gibt noch eine Geisterseele. Kann ich die mit Bogen... Kann ich die mit Pfeilen Bogen wegballern? Bombenpfeile? Ich glaube, wenn die mich nicht sehen, klappt das, oder? Ja. Ach, komm morgen, oder? Das macht es einfach so besser. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, dass der wieder zurückläuft. Da ist ein Pfeil. Einfach ein Pfeil. So, guck mal. Der ist ahnungslos. Der kriegt jetzt schön einen Bombenpfeil in den Nacken. Alter, wir haben es so viel leichter gemacht jetzt. Ich dachte, es gibt nur zwei Geisterseelen. Es gibt drei. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Komm schon! Gib mir! Blankziehen. Ja gut, Blankziehen ist auch geil. Aber, ja, nichts, was man halt unbedingt braucht, ne? Um das Spiel zu beenden. Hm. Mann. Ich bin echt traurig, wenn ich nichts bekomme, was mich hier... Nein, ich schon wieder. Wenn ich nichts bekomme, was mich irgendwie storymäßig weiterbringt. So. So. Auch nicht mehr viele Pfeile, ne? Was haben wir da unten so? Mumien. Ah ja. Es geht schon. Und Schleime. Wo kommen die jetzt her? Halt auch blauer Schleim und so, ne? Das ist ja auch imbar. Dass man hier so blauen Schleim bekommen kann. Wenn man schnell genug ist. Natürlich. Das war schon wieder so schlecht, ey. Ich lass mich hier schon wieder von Schleimen bedrängen, ne? Na, ja, geh weg. Du hässliches Ektoplasma. So. Zack. Und zack. Und tschüss, mein Freund. Schaffen wir das noch auf die letzte Ebene, Leute? Ohne, dass wir unseren Trank usen müssen? Es wäre halt so toll, ne? Nee, schaffen wir nicht. Okay, dann machen wir das jetzt und machen Speedrun quasi. Ich nehme den jetzt, weil solange wir keinen Schaden bekommen, machen wir doppelten Schaden. Ne? Wir leuchten jetzt halt auch so gelb. Und jetzt ziehe ich halt die Rüstung an und dann feuer mal voll durch. Let's go. Und erstmal schön mit der Flasche. Ah, ich glaube, das zählt aber nicht. Ach man, das zählt einfach nicht. Das ist ja auch traurig. Habt ihr das gesehen? Also der Effekt lässt halt dann trotzdem nach. Okay, Rüstung wieder aus. Schade. Ich hätte gedacht, das ist eine geile Kombo. Aber du kriegst, wenn du Schaden bekommst, auch wenn du keinen Schaden bekommst. Hä? Sind die noch unsichtbare?
lässt der Effekt halt trotzdem nach. Komm her. Jetzt aber. Okay. Schade. Ich dachte, das ist ein geiler Trick, aber nö, das funktioniert nicht. Das ist ja traurig. Ja, warte mal, das brauche ich nicht. Pfeile nehmen wir. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Ebene wir sind. Aber es ist auf jeden Fall nicht die Finale. Da denke ich mir jetzt schon wieder, hä? Was ist das? Weißt du? Das ist ja überhaupt nichts. So. Davor die Ebene, ne? Steht in überhaupt keiner Relevanz zu der Ebene. Vom Schwierigkeitsgrad her. Kann ich die one-hitten? Mit Bombenfallen? Geht das? Ich habe gar keinen Bock auf die. Ich kann die nicht töten. Oh Mann, ich will das nicht. Geht das nicht? Die blocken. Die blocken das einfach. Brauche ich auch so blöd die Eisenstiefel? Oh, gar keinen Bock auf die. Aber ich glaube. Oder? Ich weiß es nicht. Ja. Nur kein Schaden. Na los, macht mal irgendwas da oben. Danke. Oh, geht mir das auf die Eier, ey. Warum? Warum geht das jetzt? Ich habe Eisenstiefel an. Ist ja klar. Ich mache halt überhaupt keinen Schaden. Okay. Danke, dass wenigstens der jetzt mal tot ist. Eieieiei. Letzte Runde wird halt auch echt eklig, ne? Das wird dann reines Blankziehen. Na komm her, mein Freund. Ich hoffe halt auf ein geiles Item am Ende. Das ist das Einzige, was mich gerade ein bisschen tröstet. So. Eisenstiefel aus. Und dann können wir eigentlich den machen. Erwischt mich das auch noch. Komm, ich stehe doch hinter dir. Was ist denn mit dir?
kein Schaden, ey. Das macht mich alles so traurig. Ja, genau. Sack mal Janne hier. Zack, 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 zack. Wow, ich bin so schlecht, ne? Das ist ja überirdisch, wie schlecht ich bin. Okay, kommt jetzt Finale? Jetzt kommt, glaube ich, Finale. Es gibt auch nichts, was ich gegen die machen kann, ne? Man muss die halt wirklich im Schwertkampf bekämpfen. Das ist so das Traurige daran. Man kann die nicht irgendwie umgehen. Okay. Finale. Drei Stück, Leute. Drei Stück. Jetzt kommt's drauf an. Und ich hätte gesagt, wir semmeln einfach volle Kanüle rein. Oh, die kostet aber auch Kohle, ne? Ja, die kosten richtig Kohle. Dazu halt noch kein Schaden. Okay, wir könnten es auch so machen, dass ich jetzt erstmal mich ausziehe. Ich ziehe mich aus. Und dann machen wir eine Runde blank ziehen. Müssen wir erstmal so ein bisschen kämpfen, damit wir wenigstens die Rüstung runterkriegen. Das geht eigentlich auch immer ganz gut. Sobald dann halt einer schneller wird, wird es ein bisschen eklig. Haben die auch so Leiden gehabt, als sie das programmiert haben, oder? Drei von den Rittern? Das ist halt auch in Wind Waker ist das so viel einfacher, die zu bekämpfen. Da ist Twilight Princess schon eine ziemliche Ecke schwerer, finde ich. Was das angeht. Jawohl, mal zwei erwischt. Sehr schön. Kommt her, meine Jungs. Nein, hat mich erwischt. Aber die machen gar nicht so viel Schaden, ne? Aber geldmäßig ziehen die gut was ab. Sehr schön. Ersten Rüstungen sind bald down. Und zack. Letzte Ebene, Leute. Letzte Ebene. Danach haben wir's. Okay. Erste Rüstung ist down. Wir könnten uns jetzt um den kümmern erstmal. Aber der hat keinen Bock, ne? Ne. Was war denn das? Was war denn das? Oh, das war gut. Das kam aus dem Affekt. Du Penner. Du Penner. Alter, Leute. Die machen mich fertig hier. Nein! Gott. So eklig. Okay. Das war gut. Das war gut, das war gut. Das war nicht so gut. Das war auch nicht gut. Oh, ich muss gleich meine Rüstung anziehen. Wenn ich tot bin, bin ich tot, ne? Dann ist vorbei. Dann heißt es neu machen. Da das Spiel keine Gnade. Schön, schön, schön. Ja, ich ziehe sie jetzt lieber an, die Rüstung. Bevor ich doch noch sterben sollte, gehe jetzt auf Nummer sicher. Wahnsinn. Oh.
Ein Gerangel. Jo, wir haben einen. Wir haben einen, Leute. Wir haben einen. Shit. Oh, die kosten so Kohle, diese Typen. Sehr schön. Und der ist auch im finalen Modus. Leute, wir haben's. Nur noch der eine hier. Danach ist Game Over. Danach ist Numm. Ich freue mich. Haben wir diese blöde Ebene auch noch geschafft. Haben ordentlich Überlänge gemacht. Aber hey, ich hoffe, es hat sich jetzt wenigstens gelohnt, Leute. Das wäre toll. So. Und das war's, oder? Wir haben es geschafft. Die letzte Ebene. Drei Ritter, drei Nimbusgarde sind erledigt. Wir haben ordentlich Kohle einstecken müssen. Aber hey, ganz ehrlich, wir sind hier mit 1000 reingegangen. Haben 312 Verlust gehabt. Ich hoffe, dass wir jetzt wenigstens noch ein schönes Item bekommen. Bitte, was Relevantes. Bitte. Beeindruckend, dass du diese Prüfung gemeistert hast. Um deinen Mut zu würdigen, werde ich dir meinen Segen mit auf den Weg geben. Leck mich am Arsch, ey. 50 Rubine kriegen wir. Komm, lass mich in Ruhe. Scheiße. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge. Wir haben leider überhaupt kein Glück gehabt in dieser Folge. Also, in dieser Drillhöhle. Nix. Kein Glück. So, hier, Fee, nimm mit. Traurig, einfach nur traurig. Okay, bis zum nächsten Mal. Dann wird es wahrscheinlich erstmal wieder in die Wüstenburg reingehen. Wenn wir da jetzt auch nichts bekommen sollten, was uns noch irgendwie hilft, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie... Haben wir irgendwas falsch gemacht mit dem Triggern? Da müssen wir mal gucken. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren, beim nächsten Mal wieder einschalten zum Randomizer von Twilight Princess. Tschüssi.